Einen Pack unbedingt von mir Super Gott, das war mal wieder ein Love Man Standing. Und ja, ich habe gestern mein WrestleMania 34 Pool gehabt und ich habe leider nur das geschafft. Ich war weiter gewesen. Ich habe kurz einen Tag sogar mit dem Undertaker gespielt. Aber ich habe dann gemerkt, dabei bei 37, naja, das wird nichts. Es kommt dann noch ein. Ich mache dann noch ein Video für die Team Battleground Belohnung und wieder nur ein Titan Match. Und ich habe meine Titan Karte wäre geiler gewesen. Und ja, wie ihr schon sehen könnt am Champ-Bild, ich habe Roman Reigns und durch seinen Momentum-Slot, ja, also das ist quasi der Beste. Den habe ich gestern gepult und darüber habe ich mich gefreut, weil naja, ist mein Lieblingswrestler und der ist ja leider an Blutkrebs erkrankt. Hoffentlich kommt er zurück und wünsche dir gute Besserung. Ja, in 14 Stunden und 58 Minuten, also sprich heute 23 Uhr, beginnt dieses Team Road to Glory Event. Seth Rollins ist die ultimative. WrestleMania 33 ist John Cena. Die SummerSlam 17 ist Dean Ambrose. Bestie ist The Miz. Die Monsterkarte ist Jinder Mahal. Titan ist Bray Wyatt. WrestleMania 34 Brett Hitman Hart. Und die Goliath ist Daniel Bryan. Die SummerSlam 18 kann man nicht kriegen, aber Daniel Bryan Nummer 14. Morgen komme ich meine SummerSlam 18 Fusion. Höchstwahrscheinlich wird das neue Update am 14. kommen, also übernächste Woche. Nächste Woche Mittwoch. Weil 10 Tage und eine Stunde läuft hier noch die hier die nächste PvP-Belohnung und die Baragon-Belohnung. Zeige ich euch mal. Ja, SummerSlam 18 wurde hinzugefügt. Einzel und Paar, weil es kommen ja drei neue Stufen mit raus und dann ja, kann man mehr kaufen. Ich werde mir aber ein SummerSlam 18 Pack dann mindestens noch gönnen. Oder versuchen jetzt noch zu gönnen. 625 kriege ich ja und vielleicht eine männliche Titan. Wäre nice. Da habe ich 20.800 Battle Points. Ein Sieg wäre mal gut. Schon mal irgendwas dann hätte ich nämlich irgendwas mit. Da hätte ich nämlich 23.000 Battle Points. Mit einem Sieg hätte ich 23 Battle Points, das wäre doch nice. Und noch eine SummerSlam 18 zu holen, dann könnte ich vielleicht sogar auf WrestleMania Plus Plus gehen oder Goliath, was weiß ich. Und dann könnte ich mir noch später dann von hier eine abfahren. Dann ja, gehe ich vielleicht irgendwie Goliath oder so und dann könnte ich Goliath ziehen. Wäre nice. Ich behalte auch das Roman Reigns Bild. Ja, dann sage ich ciao, Leute.